ihr habt es gesehen. Ich habe mein Spezialgewicht rausgeholt. Das donnern wir jetzt vor den großen John Deere. Da ist eben gerade noch der Ballenwagen hinter. Wir haben heute Mittag eben so ein paar Siloballen vom Acker geholt, die wir gemacht hatten oder machen lassen haben. Jetzt will ich eben noch dieses eine Stück, was ich mit dem 7710 gegrubbert habe, will ich noch eben pflügen, damit wir dann nächste Woche Roggen reinmachen können. Und jetzt mache ich hier das Gewicht vor und dann geht das dahin. Also ich habe hier Klötze, das muss vielleicht ein bisschen gedrückt werden, dass das dann geschoben wird. Und das liegt gleich. Oh, hier sind noch so ein paar Bohrspäne. So. Das liegt dann im Grunde hier auf dieser Kante da auf und hier drauf und da drauf und wird dann hier hinter verbolzt. Sieht man gleich. Ich schiebe das erstmal drauf. Vielleicht. Wollt ihr jetzt so mal gucken? Ja. Hier die Bolzen rein tun, so, dann ist das fest. Hoffentlich da auch. Nein, natürlich nicht. Ja gut, da muss ich da noch ein bisschen dran ruckeln. Aber dann habt ihr da mal gesehen, wie ich es anbaue. Ist auch kein Thema eben mit Stapler hin. Das ist nicht schlimm. Stellt euch vor, wir müssten hier keine Sachen vor dem Flug wegstellen. Wie langweilig wäre das denn? Und vor dem Packer. Also ich habe hier Hubwagen Marke Asbach. Und versuche hier unseren Holzhäcksler wegzuziehen, aber irgendwie muss ich dafür wohl meine beiden Hände benutzen. So, Reifen vom Ballenwagen natürlich wieder abgedeckt, weil da die Sonne drauf strahlt, ne? Ja, das haben mal welche gefragt, darum wollte ich das eben sagen. Bevor man so einen Flug hinter schmeißt, naja, sollte man vielleicht das Zugmoller bauen. Kommen wir gleich hinter, ob es geht. So schmeiße ich es ab. Kontrolliert man hier mal eben das Hubstrebenmaß, ob das gleich ist, links und rechts. Ist gleich. Und jetzt können wir noch hinterbauen. Und Reifendrücke, ne? Ich habe jetzt Regeldruckanlage, aber links und rechts gleich natürlich. Sonst wird das nichts mit dem schönen Flügen. Da bin ich wieder. Ich habe den Packer und den Flug schon dran. Der Opa lief damit rum und hat geholfen, da wollte ich nicht unbedingt filmen. Jo. Gut, wo fahren wir hin? Dieses Stück, was wir vor gar nicht allzu langer Zeit da im Video gesehen haben, wo ich gegrubbert habe mit dem 7710, das wird jetzt ungeflügt, da kommt Roggen rein. Jo, so ist das. Also nächste Woche, heute ist übrigens Samstag, nächste Woche muss ich stramm getreidet sein, so wie es aussieht bei der Firma. Ja, und damit ich das dann gleich mitsehen kann, mache ich das jetzt noch schnell fertig. Und weil ich da übelst Bock drauf habe. Weil Flügen ist so richtig mein Ding. Das könnt ihr ja tagelang machen. Ja. So schön sauberen Trecker hatte ich auch lange nicht mehr mit. Wir haben nämlich gestern einen von meinen Kumpels eine Hochzeitskolonne gemacht und da war dieser Trecker natürlich auch mit am Start. Ja, richtig schön gewaschen, sogar hier die Felgen von innen. Da müsst ihr euch mal gehen, guckt euch das mal an. Ist das herrlich. Hinten die Felgen habe ich sogar innen gewaschen, das ist so geil. Ja, ich melde mich, wenn ich auf ein Stück bin, würde ich sagen. Da sind wir wieder, ne? Haben wir letztens auch schon gegrubbert. Jo, was haben wir jetzt zu tun? Ich weiß, weil ich das hier eigentlich immer pflüge,
dass ich letztes Jahr da angefangen bin. Jetzt fangen wir natürlich hier an. Ich muss erstmal hier meinen Schwenkzylinder entsperren. Weil so können wir nicht fliegen, ne? Das geht ja nicht. Und nun muss das natürlich regnen. Naja. So, guck, den kann man hier entsperren. Nun kann das was werden. Warum denn jetzt den Regen? Naja. Ist ja kein Minutenboden hier. So denn. Ich bastel mir hier jetzt gerade eine Spaltbrücke, ist es ja nicht. Sagen wir mal eine Anfangsbrücke. Weil die letzte Mal habe ich irgendwie zugegrubbert. Ich konnte zumindest keine finden. Ja, so. Eigentlich arbeitet jetzt nur der letzte Flugkörper auf voller Tiefe und die anderen, die kratzen also ein bisschen rum. Dann ziehe ich einmal ohne Packeranlagen. Oh, Baumwurzel. Ziehe ich ohne Packer einmal dran lang. Und dann dann geht es richtig los. Dann schmeiße ich den da hin und dann ziehen wir hin und her. Das sind ja 2 Hektar oder so. Was habe ich letztes Mal gesagt? 2 Hektar? Ja. Das ist schnell gemacht. Aber muss gemacht werden. Ja. Sagen wollte, dass hier diese Packerarme, die haben wir mal selber gebaut, weil das mache ich sie blöd anhören, ist aber so, die anderen haben sonst über Wochenende mal geklaut. Als wir den auf dem Acker stehen lassen haben, hat einer die Fangarme geklaut. True story. Traurig, aber wahr. Und das hat er nicht aus Schrottwert getan, weil so viel wiegen die nicht. Das hat er wahrscheinlich getan, weil seine krumm waren, weil er die krumm gefahren hat und er gehört hat, was die bei Kotte kosten sollen. Hat er sich wahrscheinlich gedacht, oh geil, ich baue die mal schnell ab. So, hier können wir noch nicht auf die Einstellung. Hier müssen wir ja noch, hat den ja auf Auge dahingeschmissen, hier müssen wir ja noch durchfahren können. Muss ich gleich noch weiter rausziehen. Jetzt noch den Packerarm vom Flug ausklappen, dann könnte es eigentlich losgehen. Bin jetzt einmal, geht noch einigermaßen gerade dran lang. Packerarm jetzt raus und dann geht's los. Was ist das auch einfach fein, ne? Kleinen Acker umflügen. Schön im B3. B4 geht übrigens auch noch. Aber das ist auch ein bisschen quälen. So schnurrt er damit weg. Da reicht mir das. Ja, nicht allzu tief. Wir machen irgendwo. Was habe ich letztes Mal noch gesagt? Letztes Jahr 22 cm. Müssen wir gleich mal messen. Herrlich. Ich mag das so gerne schon. Ein paar von euch haben sich ja gewünscht, dass ich so ein bisschen mehr hier Kamera auf Kopf Video mache. Wie heißt das noch? Cap View. Ich hab die jetzt auf dem Kopf.
kann ich sowieso besser umdrehen, mal zeigen. Also bei mir ist das so, da kommt gleich der Graben und ich fahre einfach erstmal stumpf drauf zu. Hier, Laststartstufe runter, Vorderrad geht die Furche hoch, Hack ausklinken bis zum Stopp. So, ein bisschen Handgas habe ich immer, das brauche ich so zum Wenden, dann meine ich, das läuft flüssiger. Was mir sind das jetzt 1200 Umdrehungen. Ja, dann fahre ich im Grunde ein bisschen zurück, fange an den Flug zu drehen, fahre wieder vor, Drehung abgeschlossen, Steuergerät neutral, zurück wieder und jetzt muss man so ein bisschen ein Gefühl haben, wo der Arsch vom Trecker ist. Der rutscht nämlich jetzt rein und jetzt das Ganze wieder runter. Dann langsam weiter. Gucken, dass wir den Packer fangen. Ey, was soll das denn? Habt ihr das gesehen? Das ist ja wohl nicht sein Ernst. So viel zum Thema Packer fangen. Müssen wir jetzt eben hin. Ey du, will ich einmal ein Video machen und du ärgerst mich. Und das passt jetzt auch noch nicht. Mann, noch ein Stück zurück. Hat kein Mal hat er mich geärgert. Jetzt muss das. Ist doch wieder typisch. Typisch. So, nun mal gucken. Ich will nicht meine Kette rausholen. Da muss ich nochmal absteigen vorne. Ja, faul. So. Zwangsverheiratet. Können wir wieder anziehen. Klappt das? Jo, Erdin. So. Und dann, wenn ich den Packer eingefangen habe und auf gerade Strecke bin, dann schalte ich hier erst hoch und trete Gas durch. Ich trete durch, habe aber begrenzt auf 1850 Motorumdrehungen hier mit diesem Goti. Also ich kann noch weniger, das ist der Drehzahlbegrenzer, oder ich kaum mehr. Aber so 1850, das ist so die Drehzahl. Da flügen wir schon jahrelang. Das, ja, da hat er ziemlich ruhigen Lauf und ich denke auch mit die meiste Kraft vom Drehmoment her. Ja, dann braucht man die auch das Lenkrad nicht einpacken, wenn man den Flug richtig eingestellt hat. Und jetzt sieht man, meine Furche macht so ganz leichten Buckel. Jetzt tue ich einfach so ein ganz bisschen, was sind das? Ja. 5 bis 10 cm von der Furchenwand abfahren. Nimm der Vorderfurche damit ein bisschen Arbeitsbreite weg und dann sollte bei der nächsten Wende die Furche schon wieder ganz anders aussehen. Gerader. Das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt einen Variumflug hätte, das wäre ja natürlich das i-Tüpfelchen, dann könnte ich ja mit dem Steuergerät das hier ein bisschen schmaler stellen und da vorne wieder breiter. Aber so viel flügen wir nicht, dass sich das lohnt. Und so klappt das auch ganz gut. Also ist nicht, dass hinten jetzt nicht schlechter flügt oder was. Das klappt. So, hier ist der Buckel gleich vorbei. Dann lenke ich einfach wieder so ganz minimal an die Furchenwand. Und dann hast du mit dem ganzen Krempel eigentlich nichts mehr zu tun. Du brauchst auch kein GPS oder so, der fährt sowieso geradeaus. Oder ja, der Furche nach. Geradeaus kann ich sagen, kann ja auch einen Bogen flügen, ne? Geht auch. So, auf der anderen Seite vom Stück ist natürlich genau dasselbe. Wenn der Vorderreifen die Furchenrampe da sozusagen hochrollt, das ist ja jetzt, klinke ich hier den Packer aus, fahre bis zur Kante vom Stück, nehme den Flug aus, fahre ein bisschen zurück, drehe den Flug, ein bisschen vor. Ja, das ist eine komplizierte Wende. Ich weiß das wohl.
Aber hier, ich bin nicht so Club Einzelradbremse, ich habe die nur für Notfall hier einzeln. Nee, mag ich nicht. Und ich habe ja auch Zeit und mein Trecker hier, unser Trecker hier, der ist ja für den Flug hier nichts zu groß. Da muss man ja einfach mal auch mal ehrlich bleiben. So. Ja, auch wie gesagt, ich bin da. Guckt euch nicht das Video an von früher, wo ich am Flügen war als Kind. Da bin ich dann mit ungefähr 8 oder 9 km/h an den Packer rangefahren. Weil Dinger hat noch. Naja. Guckt es euch doch an, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Nö, ich drehe so kompliziert um, weil der Trecker nichts zu groß ist und weil der Flug sau schwer ist. Und ach, ich mach's auch gern tun und ach ja. Den Reifendruck habe ich übrigens abgelassen auf 1 Bar. Genau wie letztes Jahr. Ja. Wo wollt ihr denn mal mitfahren? Ihr seid jetzt auf dem Magnetfuß. Was dann mal gut. Der bewegt sich ja, aber ihr wollt ja hier mal gucken. Wo bewegt er sich denn hin? Müsst ihr weiter hier. So, hier müsst ihr kurz gucken. War's gut? Ich glaub wohl. Jetzt müsst ihr natürlich auch mal so gucken. Ah. So. Wollt ihr noch mehr sehen? Mal überlegen. Wir kommen erstmal eben wieder mit drauf. Spezial. Wir halten sie auf dem Laufenden. Und natürlich kriegen sie hier dann auch. Da glaubt mir wieder kein Mensch, ne? Also, da müsst ihr euch jetzt erstmal hier den Sand raus. Jetzt müsst ihr euch mal was begucken, ne? Ich habe ja hier das Wendemanöver eben gefilmt. Hat die blöde Ziege hier mich nicht wieder... Naja, ich sag mal so, er ist dran. Er ist dran, aber ja. So, das ist so die allerletzte Rille. Weiß nicht, was er heute... Heute ist er nicht mein Freund. Jo, wollen wir mal hier gucken. Packer ohne Packer flüge ich nicht.
Fei blöd. Weil, fei blöd. Ja, hier, das ist doch schön rückverfestigt. Und wenn ich jetzt hier laufe, blub. Nee, das ist nichts für mich. Schön mit Packer, das ist halt gut. Ja. Ansonsten, ja, viel einstellen muss ich hier nicht. Der ist ja eingestellt. Der läuft auf Wiener 1. Was eventuell, habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, man merkt sofort, wenn man diese Klaue, dieser Trigger hat nur eine, wenn die nicht öffnet, wenn der Flug runter ist, dann hat man ein bisschen ein Problem. Und mein Oberlenker ist noch ein bisschen lang. Und mit dem kürzer machen. Dass er hier im Langloch ist, bei der Arbeit. So. So wird es passen. Ah, eher so. So. Ja. Man kann immer mal gucken, ob das hier waage zum Boden steht. Ne? Also der Flugrahmen zum unbearbeiteten Land. Das ist so. Das passt. Ob die Arbeitstiefe der Körper stimmen, das kann man schön von hinten beurteilen. Wenn man jetzt über jedes Schar drüber, Streichblech drüber lauert und immer diesen, ja, den, ja, wie nennt man das denn jetzt? Diesen Umbruch, quasi Arbeitsweite von einem Schar, dass dieser Erdhügel immer gleich groß ist bei jedem Streichblech, der darüber hinweg guckt. Und das ist hier auch. Passt auch. Ich sag ja, der ist ja eingestellt. Wenn man dahinter steht, dass der so waage, also gerade steht zum ungeflüchten 90 Grad. Ja, die Anlage, die soll hier so ein bisschen abzeichnen. An der vorigen Grad. Ach ja, hier. Cool, Arbeitstiefe. Hab nichts zum Gegenhalten. Sagen wir mal 28 cm max. Maximal. Ja. Ist alles gesagt, oder? Kann ich noch was ergänzend erzählen? Schick. Es sieht doch einfach schick aus. Habe ich euch eigentlich erzählt, was ich letztens mal probiert habe? Muss ich mal eben hier auf mein Handy gucken. Ich suche das mal raus. Ich war letztens mit dem 7710 mal ja bei der Halle, wo ich den Flugrad rausgeschleppt habe. Man muss sich ja eben testen. Sieht man das? Also, und was mein krummes Auge so sagt, müsste eigentlich, ja, bis auf die Vorderfurchenbreite, müsste das eigentlich passen von den Einstellungen. Da muss irgendwann auch noch mal stattfinden. Der muss den auch irgendwann noch mal ziehen. Nicht, dass dieser Trecker nicht gut ist. Die stehen beide gleich hoch in meiner Gunst. Aber da muss ich auch noch mal ausprobieren. Dann nützt doch alle nichts. Der braucht ja nicht mal Frontgewicht, ne? Das ist der Wahnsinn. Also dieser kann den auch eben ohne Frontgewicht, aber dann schwebt der so ungefähr. Mit dem, was ich da gebaut habe, ist das super. Aber der andere, der steht so sicher ohne Frontgewicht. Richtig fett. Das ist ein richtig fetter Trecker. Wir nähern uns leider schon im Ende. Einmal noch hoch und runter und das weg. Dann noch einmal, zweimal Vorgewende und schon ist das passiert. Schade. Naja. Vielleicht darf ich ja noch mehr fliegen dieses Jahr. Da hinten habe ich das Vorgewende schon fertig. Das habe ich nach innen geschlagen. Jetzt muss ich da noch das Vorgewende gleich machen. Das muss aber nach außen geschlagen werden. Dann baue ich den Packer vor und mache dann hier Schlussfurche dran lang. Nicht so weit gegrubbert, wie ich flügen muss, weil das da geschoben hat. Da ist zu viel Crackle drin und so was. Ich muss dann auch irgendwie zwei Scharbreiten abflügen. Mal gucken. Irgendwie so was. Ja, aber erstmal das Vorgewende und das muss da ausgeschlagen werden. Da habe ich eine Furche.
Das schon seit ich hier am Flügen bin, das ist jetzt 5 Jahre her, ist das Vorgewinn immer anders wie das. Das ist jetzt ingeschlagen, das muss ausgeschlagen werden. Weiß ich nicht warum, das war schon immer so. Ich habe damals die Furchen gesucht. Ja, ich habe es so angenommen und da habe ich mir gemerkt. Hier habe ich das jetzt nicht extra nach innen geschlagen, weil da noch eine Furche war. Und am Rand dann, wenn da so viel reingewachsen ist, dann will das auch nicht, wenn man da reinschlägt und dann wieder drüber fährt, dann fängt das an zu schieben. So, ich denke, dass ich hier mit 3-mal vorher Flügen hinkomme. Da vorne auch. Das wird gleich die unschöne Bahn, aber auch das schaffen wir. Fahren wir ein bisschen langsamer. Schiede mal doch, wir haben ja Tiet. Ja, lange vorgewendet würde ich den Packer natürlich mitnehmen. Lohnt sich immer, irgendwie, finde ich. Aber hier dieses kleine Stück, nee. Nee, nee. Den bauen wir gleich davor und dann ist das gut. Schön ist das auch, wenn man hier so ein bisschen weiterfahren kann, als sein Acker geht. Da kann man so nach und nach den Flug hochziehen. Dann hat man es einigermaßen, ja, gerade so, ne? Von die Ansätze her. Die Ansätze ja vom Ansatz. Ihr wisst, was ich meine. Was macht der Irre jetzt? Ich stehe ja mit der verkehrten Seite in der Furche. Ja, ist so. Ich kratze jetzt mit dem letzten Schar, wenn ich langsam vorfahre. Also ein bisschen Gefühlssache. Jetzt kratze ich mit dem letzten Schar auf halbe Tiefe. So ein bisschen. Den Sand, den Boden da in die Schlussfurche rein. Dann habe ich das, weil ich hier nicht extra mit dem Grubber hinfahre wieder. Etwas einfacher mit meinem Frontgrubber und der Kreissäger an der Seilmaschine, das Vorgewende gerade zu kriegen. Also man sieht das jetzt vielleicht nicht so. Wir gehen da mal hin. Also das ist die Furche, die letzte vom Vorgewende. Und jetzt kratze ich hier mit dem letzten Flugkörper, ja, so ein bisschen da Sand hin. Und dann kann ich da einmal so 2-3 Mal drüber fahren, je nachdem. Und habe das gerade. Ja, so mache ich das. So einen Zirkus mache ich aber nicht, wenn die Furche außen ist. Dann weiß man nächstes Jahr auch schöner, wo die wieder ist, die Furche. So hat mein Opa mir das damals gezeigt. Weiß nicht, ob das noch mehr tun. Das will aber auch wohl gut. Dann kannst du diesen Wall, den das schmeißt, das letzte Jahr so eben in die Furche brechen mit deinem Grubber, Kreissäge etc. Und ja, ist ein bisschen einfacher als die große Furche, wo ich jetzt drin stehe, dicht zu machen. Haben wir damals mit dem Vierscher auch immer schon gemacht. So. Mal so, wie ich das mache. Alles wieder zusammengepackt. Oh, ich hatte Spaß. Bin zufrieden. Dann stellen wir den ganzen Krempel wieder in der Halle. Dann muss das Güllefass hinter. Muss auch ein bisschen Gülle ausbringen. Das Grünland, ja. Im Laufe der nächsten Woche muss ich ganz viel säen und die Woche danach darf ich vielleicht noch ein bisschen pflügen, keine Ahnung. Aber das hier habe ich gehabt, das ist auch schon mal was. Ja. Dann weiß ich nicht, ob ich dieses Video jetzt hier beende oder noch was finde. Wenn ja, seht ihr das, wenn nicht, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!